WJAX TV, WJAX 2010. Mein Name ist Lars Röwekamp von der Open Knowledge GmbH. Ich bin der Geschäftsführer der Open Knowledge GmbH. Wir beschäftigen uns mittlerweile seit knapp 10 Jahren mit dem Bereich Enterprise Computing. Ich war zusammen mit Peter Rosbach mitverantwortlich für die Aufstellung des Java EE Days, Special Day hier auf der WJAX, der meiner Ansicht nach sehr erfolgreich abgelaufen ist. Wir hatten extrem positive Resonanz für dieses Thema. Also der Tag war eigentlich von vorn bis hin, also von morgens bis abends, voll besetzt. Du hast gerade angesprochen, voll besetzt. Was glaubst du denn, warum ist das Thema jetzt gerade so interessant für die Teilnehmer? Warum ist da so viel los? Ja, also ich kann nur das erzählen, was ich von unseren Kunden kenne. Wir merken da eine extreme Verunsicherung derzeit. Also während es vor wenigen Jahren noch relativ klar war, dass man einen Stack Spring Hibernate genommen hat, also einen proprietären Stack zur Umsetzung von Enterprise Java Anwendungen, ist mittlerweile vieles der Grundideen aus der Open Source Community in den Standard zurückgeflossen, kann man sagen. Und gleichzeitig ist die eine oder andere Open Source Community Unternehmung aufgekauft worden. Es findet ja ein sehr großer Aufkauf statt derzeit. Und insofern ist eben eine ziemliche Verunsicherung am Markt vorhanden. Und ich gehe davon aus, dass das natürlich auch ein Grund ist, dass viele versuchen, wieder zurück zum Standard zu kommen oder überhaupt auf den Standard aufzuspringen und sich im Rahmen des Tages informieren wollten, was aktuell möglich ist oder was vielleicht eben auch noch nicht möglich ist. Was hattet ihr so für Themen? Was habt ihr alles behandelt? Ja, wir haben versucht, den Tag so aufzubauen, dass wir einen roten Faden hinbekommen, der eigentlich sämtliche Facetten des Enterprise Computings abdeckt, also des standardisierten Enterprise Computings, angefangen von einem groben Überblick über den Technologie-Stack, den aktuellen, den ich gegeben habe. Dann haben Peter Rosbach und Matthias Wessendorf von Oracle gezeigt, welche Server aktuell real am Markt überhaupt verfügbar sind. Das muss man fairer aber auch sagen, im Java EE6 Umfeld sind es wenige, im Java EE5 Umfeld entsprechend deutlich mehr. Die Firma Irian hat gezeigt, wie der klassische Webstack heute aussehen kann. Und Jens Schumann von der Open Knowledge GmbH hat unter anderem noch gezeigt, was CDI, also Context and Dependency Injection for Java EE in Zukunft bedeuten kann, nämlich dass wir eventuell ein komplett anderes Programmierparadigma bekommen könnten in der Enterprise Java Welt. Ja, ich glaube, CDI ist gerade ein sehr heißes Thema. Kannst du da noch kurz ein paar Worte zu sagen? Ja, eins der Riesenprobleme an Java EE ist eigentlich immer gewesen, also an J2EE, die Schwergewichtigkeit ist auch das, was der Technologie häufig vorgeworfen wird, also dem Framework vorgeworfen wird. Mit Java EE 5 sind wir zu einem extrem leichtgewichtigen Programmiermodell gekommen, das heißt aber nicht, dass es zur Laufzeit deutlich leichtgewichtiger geworden ist. Also in dem Moment, wo ich lokal arbeite, sprich auf einem Server, kann ich es leichtgewichtiger gestalten, als es früher war, das Laufzeitmodell, aber nicht zwingendermaßen. Da besteht nach wie vor eine große Kritik am Markt, dass man gerade im EJB-Umfeld eben sehr schwergewichtige Komponenten hat, also Laufzeit schwergewichtige Komponenten hat. Und CDI bieten hier eigentlich einen Ansatz, ein schichtenübergreifendes Komponentenmodell zu entwickeln, was deutlich leichtgewichtiger ist. Leichtgewichtiger bedeutet in dem Kontext, ich habe zwar Lifecycle Management und Injection, also Injection Points für die Komponenten, aber ich habe sowas wie Transaktionskontrolle, Security, etc., also die ganzen Dinge, die eigentlich Enterprise Java Beans ausmachen, nicht per se mit dabei, kann es mir aber dazu bauen, relativ problemlos. Super. Ja, machen wir noch ein bisschen Schleichwerbung. CDI ist ja auch ein Artikel im Sonderheft. Magst du mal erzählen, für wen ist dieses Sonderheft geeignet? Was ist das? Ja, das Sonderheft ist eigentlich eine Weiterführung des Java EE Days, kann man sagen. Also im Java EE Day hatten wir natürlich die Möglichkeit, alle Themen mal im Rahmen von 1-Stunden-Vorträgen anzureißen. Dazu gibt es ein relativ umfassendes Sonderheft, ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, 100 Seiten in etwa, wo versucht wurde, in aufeinander abgestimmte Artikel auch sämtliche Facetten der Java EE Welt nochmal aufzuzeigen, mit tiefgehenden Beispielen, also Source Code Beispielen, wie man es in der Praxis anwenden sollte. Es sind auch jede Menge Stimmen aus der Community, sowohl aus der Java EE Welt als auch aus der Spring Welt in diesem Heft vorhanden, sodass sich der Leser eigentlich einen sehr guten Eindruck davon machen kann, wie weit ist der Standard aktuell, kann ich damit arbeiten, also kann ich neue Projekte damit anfangen. Sollte ich eventuell bestehende Projekte migrieren und. Also super. Guter Leitfaden. Dann Lars, danke ich dir für das Gespräch und noch viel Spaß auf der WJAX. Danke.